Wir sind ein Sauenhaltungsbetrieb. Wir produzieren Ferkel, die in der überwiegenden Zahl später in den Verkauf gehen. Das heißt, sie werden geboren, aufgezogen und gehen dann in einer Größenordnung von 25 bis 30 Kilogramm in den Verkauf. Eine kleine Größenordnung messen wir immer selber. Also wir sind im Prinzip ein geschlossenes System, obwohl dann eine große Anzahl an Ferkeln an fremde Mester verkauft wird. Doch Brunhild Fangmann unterstützt nicht nur ihren Ehemann auf dem Hof, sondern arbeitet in der Unibibliothek in Vechta. Mein liebster Arbeitstag ist, dass ich morgens erst nach Vechta fahre, dort meine Arbeitszeit einfach absolviere, dann nach Hause fahren kann und mir dann anschaue, was liegt heute an. Die wichtigsten Dinge sind natürlich alles, was mit der Verwaltung hier des Betriebes zu tun hat. Also Lohnabrechnung, die Buchführung, der Sauenplaner, Rechnungsprüfung, Zahlungsverkehr, alles, was da so anfällt. Fängt natürlich an mit der Post, die ich jeden Tag dann auch bearbeite. Damit bin ich dann schon im Großen und Ganzen so 2 Stunden pro Tag beschäftigt, würde ich mal sagen, im Schnitt. Es gibt auch mal so Arbeitsspitzen, wenn es um die Dokumentation geht. Da muss man dann auch schon mal eine Nachtschicht einlegen. Gerade in den Sommermonaten bevorzuge ich es dann eigentlich, dass ich auch wirklich draußen mal was mache. Das mache ich nämlich sehr gerne. Davon profitiert der Betrieb irgendwo dann ja auch, wenn ich mal den Besen in die Hand nehme oder sonst irgendwas in Ordnung bringe. Da sitze ich dann häufig lieber mal abends im Büro und mache dann ja alles, was wichtig ist oder noch zu erledigen ist, dann abends. Und was für Dokumente genau müssen Sie bearbeiten? Speziell ganz wichtig für unseren Betrieb sind die Eingaben in den Sauenplaner. Ein Sauenplaner dokumentiert im Grunde komplett, was im Stall abläuft. Das fängt an mit den Ferkeln, die geboren werden, wie lange sie bei der Sau sind, wann sie abgesetzt werden, wie sie behandelt werden, wenn sie vielleicht erkrankt sind, wann sie in den Aufzuchtstall kommen, wann welche Sauen belegt werden. So nennt man das, wenn sie eben für den nächsten Wurf halt mit Sperma versorgt werden. Das ist in der Regel eine künstliche Besamung. All das muss wirklich detailgenau festgehalten werden. Was ist eine typische Landfrau? Eigentlich eine Frau, die auf dem Lande lebt. Auch sicherlich sind es viele noch heutzutage, die auch in der Landwirtschaft arbeiten. Aber das ist eigentlich das, was unser Image immer ausmacht, dass alle denken, dass wir Landfrauen alles Frauen sind, die Hof- oder Landwirtin sind oder sowas. Und dem ist absolut nicht so. Denn wir haben im Landkreis Vechta 1890 Mitglieder. Und davon sind gerade mal 21% in der Landwirtschaft beziehungsweise haben landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb. Alle anderen sind Landfrauen, die einfach Frauen, die auf dem Lande wohnen. Entweder sind sie voll mit integriert, sprich, sie arbeiten im Stall mit, sie arbeiten auf dem Hof mit, wobei ich ja sage, wenn man die Buchführung macht und wenn man die Hofpflege macht, arbeitet man auch auf dem Hof mit. Und das macht es natürlich aus, dass die Frauen da sich ja mitten auf dem Hof und einfach dann auch in dem Moment mit der Landwirtschaft involviert sind. Hätten Sie gedacht, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb so viel Papierkram mit sich bringt? Es war im Grunde während der Zeit, als ich auch kleine Kinder hatte, dann auch nicht in Vechta an der Uni gearbeitet habe, dass mein Mann mir gesagt hat, bitte kannst du dieses oder jenes vielleicht einfach mal erledigen. Ich schaffe das einfach nicht. Er war auch wirklich arbeitsmäßig so eingebunden, dass da auch ein Abend oder ein paar Stunden am Wochenende nicht gereicht hätten, um diese Dinge zu erledigen. Es ist auch wirklich eine Fleißarbeit, weil man an vielen Stellen auch Doppelarbeit leisten muss. Ich hoffe da noch auf Synergieeffekte in der Zukunft. Mal sehen, was da noch auf uns zukommt. Vielleicht gibt es da an der einen oder anderen Stelle noch mal die Möglichkeit, dass man vieles mal zusammenführt, weil es dann ja doch oft die gleichen Daten sind.